Ruotsin Emma Juhanssonia siinä. Maija Luonnon näiden joukkuetta saapumista odita ottaa. Anni-Maija, mitä tässä metsässä tapahtuu? No. Three medals here ever. Simone Nigri, one more medal and this time from all plays. Sweden coming there through Alexandersson. Nigri virtaisi taakseen ja näkee siellä neljäntenä maaliin saapuvan Tuve Aleksandersson. Gut, da haben wir ein erfolgreiches Staffeltrio von der Schweiz. Angefangen mit der Sarah Lüscher, die einen wunderbaren, schönen Lauf heimgebracht hat. Ja, es war cool. Also ich bin sehr stolz, dass ich die Nerven noch mal bündeln konnte und meinen konstanten Lauf zeigen konnte. Es ist wirklich cool, dass es nachher auch aufgegangen ist. Mit den anderen zwei Läufen, das für eine Medaille gelangt hat. Und was war jetzt eigentlich Schlimmes? So ein bisschen die Nervosität vor dem Start als Startläuferin oder nachher müssen zuschauen, wie es die anderen zwei noch heimbringen? Fast nachher eigentlich, weil ja, man kann halt selber auch nichts mehr machen. Und ja, weil es gleich noch Fehler gegeben hat bei allen Nationen, hat man nie so können sagen, ja doch, jetzt haben wir es auf sich und am Schluss noch ist es noch so knapp geworden. Dann habe ich schon ein bisschen zittern. Du hast Judith wieder unterwegs geschickt. Zuerst mal fragen, was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Ja, ich habe seit Mittwoch oder nach dem Sprint eine Verkältung bekommen. Und ja, das jetzt nach dem heutigen Rennen ist wirklich endgültig Schluss und die Stimme halt auch weg. Dann müssen wir noch auf eine Szene von deinem Lauf zu sprechen kommen, wo du lieber nicht darüber reden würdest, aber erzähl gleich mal, was war dort bei diesem verflixten Siebni? Ja, ich bin schon ein bisschen falsch zum vom Weg weggelaufen, schlussendlich in eine falsche Mulde gekommen. Aber nachher schnell eigentlich gecheckt, dass ich bei dem Fels bin, wo ich mich aufgefangen habe. Habe den Posten probiert anzulaufen oder angelaufen und bin einfach nicht zu dem Posten gekommen. Dreimal, das dritte Mal nachher, eigentlich immer noch am genau gleichen Ort aufgelaufen, habe ich ihn nachher gesehen. Also das heisst, ich bin dort wirklich einfach neben dem Posten gewesen, habe ihn nicht gesehen. Und ja, die Minuten gehen halt schnell weg von dem her. Was surrt einem da so durch den Kopf durch? Ja, klar. Wahrscheinlich nicht nur Sachen, die man sollte. Nein, klar. Also es ist, man muss sich extrem im Griff haben in dieser Situation, um wirklich noch konzentriert zu reagieren und die Kontrolle zu behalten und an seinem Konzept zu vertrauen. Aber ja, schlussendlich ist das Rennen erst fertig, wenn man im Ziel ist. Und darum habe ich wirklich probiert, das möglichst schnell zu reagieren und möglichst schnell noch das Rennen möglichst gut schlussendlich auch durchzuziehen. Und im Ziel hat Simon Nickli gewartet, wahrscheinlich ganz verzwatzelt schon fast, wie sie nicht Judy gekommen ist. Ja, es war speziell. Ich bin eigentlich da, um in den Übergaberaum zu kommen. Also in den Gedanken, dass ich auch so als zweite, dritte rausgehe. Judith ist super gestartet am Anfang. Dann habe ich ein bisschen mitverfolgen, Grossleinwand, wie sie diesen Fehler macht. Das ist natürlich so, ich habe ein bisschen ja, mit ihr Mitleid gehabt. Ich wusste, sie macht jetzt sicher, sie versucht dann, macht ihr das Beste. Aber es war auch gleich noch eine sehr gute Ausgangslage für mich. Und dann, du hast auch nicht den ganz perfekten Lauf erwischt. Nein, also ich bin sehr gut gestartet und hatte ja schon die anderen Nationen, Dänin und Schwedin, früh gesehen. Ich wusste, dass ich gut drinnen liege. Und dann, ja, als ich dann die Finnin gesehen habe, die zwar schon auf dem Weg zum nächsten Posten war, hat es mich auch wirklich ein bisschen nervös gemacht und habe einen Gedankensprung gemacht. Und den ersten Fehler ist leider nicht nur bei diesem Fehler geblieben, sondern beim siebten Posten auch noch zwar ein ziemlich grosser. Und da hatte ich wirklich keine Ahnung, wie wir jetzt noch im Rennen liegen. Aber ja, es geht eben wirklich darum, zu kämpfen bis zum Schluss. Und das hat sich ja wirklich gelohnt. Ja, also du hast ja vor allem Zuschauer auch keinen nervös gemacht, aber zumindest die über die Schweiz Daumen gedrückt haben, wo plötzlich das gelbe Liebli von hinten noch gekommen ist. Ja, die waren auch nervöser als ich selber. Ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt bis zum drittletzten Posten. Und es war auch gut so. Und es waren nur noch zwei ganz einfache Posten am Schluss. Und da hat es einfach nur noch gelten, voll Gas bis über die Ziellinie. Okay, ja, ich gratuliere euch ganz herzlich zu der Bronzemedaille. Vierte Medaille im vierten Einsatz. Dritte Medaille an der dritten WM. Erste WM-Medaille. Herzliche Gratulation und ein schönes Bankett. Judith Wieder, Simone Nickli, Switzerland, Schweiz.